Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft mit mir, eurer Elina. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir gehen wieder, arbeiten, um dieses Haus hier abzubezahlen. Und dafür müssen wir natürlich wieder Ben heranholen. Mal gucken, ob der sich mittlerweile eine Klingel leisten konnte. Komm, wir gehen hier schnell mal rüber. Ist hier eine Klingel? Hallo? Ne, hier ist keine Klingel. Ben! Hallo, ich will rein. Bist du da? Ist Ben überhaupt da? Hallo? Nee, hier ist er auf jeden Fall nicht im Klo. Oder auf dem Klo, eher gesagt. Gehen wir mal hier zu seinem Bett, weil der pennt bestimmt noch. Sein Bett? Ist leer. Da ist er ja! Hey, eingesperrt! Guten Tag, Hör auf, immer mein Haus einzubrechen. Das ist nicht lustig. Ja, du hast keine Klingel. Ja und? Aber das ist doch kein Grund, in ein Haus einzubrechen. Ja, aber wie soll man denn hier sonst reinkommen? Ja, gar nicht! Doch, man muss hier reinkommen. So, hier. Ja, dann gib mir doch mal eine Klingel. Komm mit, ich gebe dir gar keine Klingel. Komm mit zur Arbeit. Okay, Autos. Wo sind denn unsere Autos? Sind die nicht kaputt gegangen in der letzten Folge? Boah, dann müssen wir wohl zu Fuß dahin. Wie, das ist das Geisterhaus hier. Ja, das ist nur Deko. Komm, wir müssen jetzt erstmal zur Arbeit. Und dann beginnt unser zum Burgerladen. Ja. Und Ben, nein, der Zebrastreifen, nein! Da hat Ben aber einen ordentlichen Vorsprung gekriegt, du. Den hole ich aber nicht mehr ein. So, wie spät sind wir dran? Mal gucken, ich habe keine Uhr. Okay, alles klar, wir sind pünktlich, Leute. Ganz bestimmt sind wir pünktlich. So. Moin. Okay, und hier sind noch die Geisterschilder. Rechts sind das. So. Oh, kannst du ja mal abbauen hier. Kriegen Leute noch Angst. So, guten Tag. Ich möchte bitte einen Cheeseburger. Nee, kriegst du nicht. Den musst du dir kaufen. Von was denn? Ich habe kein Geld. Naja, ich habe 2 Sand. Mal gucken, was wir hier haben, um uns schicke Burger zu braten. Wo ist denn unser Kühlschrank? Unser Kühlschrank ist hier. Ich habe aufgeräumt. Oh yeah. Du hast aufgeräumt? Hier ist Sand drin, Ben. Ja, ich bin doch noch dabei. Sand hat nichts im Kühlschrank zu suchen. Weißt du, was hier fehlt, Ben? Uns fehlt hier Käse. Diesen brauchen wir, um unsere wunderbaren Special Cheeseburger zu machen, weil das hier sind die beliebtesten. Ey, du hast hier alles leer geräumt, du. Ja. Ja, dann bringen wir hier gleich ein paar Kunden rein. Wenn ich wiederkomme, dann will ich mindestens 500 Euro hier in der Kasse sehen. Tschüss, bis gleich. So, das klappt, keine Ahnung. Und um jetzt den Käse zu holen, dafür gehen wir natürlich in den schönen Lebensmittelladen. Ist der hier? Ja, genau, er ist hier. Guten Tag, ich hätte gern ein bisschen Käse. Zack. Cheesecake haben wir hier, Käse, Salz und Pfeffer haben wir jetzt auch noch dazu bekommen. Und dann können wir uns einen geilen Burger machen. Beziehungsweise Chefkoch Ben kann für mich mal kurz einen Burger machen, weil ich muss es natürlich auch probieren, weil nachher schmeckt das unseren Gästen gar nicht. Oh, was machst du denn da? Machst du da die Speisekarte? Ich habe $100 verdient. Was? Ja. Oh mein Gott. Hat er einfach wirklich. Okay. Geil, behalte ich erstmal. Weil ich ja, alles klar. Das kommt mal schön in die Teamkasse. Ja, klar, kommt das in die Teamkasse. Ja, wir machen hier so eine kleine, so eine Liste, was es hier zum Mampfen gibt. Ja, ich habe Käse und Salz und Pfeffer mit nach Hause gebracht. So, Salz und Pfeffer stelle ich einmal hier hin. So, perfekt. Und Ben, jetzt nimm mal diesen 100-Dollar-Schein, den habe ich natürlich selbst verdient. Und mach mir mal einen Burger, bitte. Käse. So, was möchten Sie denn für einen Burger? Mal überlegen. Dieser Burger ist auf jeden Fall falsch rum, sehe ich hier gerade. Nein, so. Hä? Aber oder so? Der Käse ist... Keine Ahnung. Wir machen das einfach so. So, was möchte ich denn gerne? Ich glaube, ich möchte einen... Also den Hamburger... Wir haben ein Sonderangebot, ja, extra für Sie. Und zwar den Doppel-Awesome-Burger mit doppelt alles. Alles ist doppelt. Oh. Und aber zum gleichen Preis. Ja, dann machen wir das. Let's go. Wollen Sie den? Na gut, ja, Sekunde, geben Sie mir einen Moment bitte. Ja, klar. Das wird ja alles frisch hergestellt hier. Natürlich. So, hier kommt Ihr frisch zubereiteter Awesome Doppel-Burger-Angebot. Da, bitteschön. Geil, Alter.
Kriege ich nochmal Pommes? Ich hätte gern Pommes. Nee, das ist nicht. Also müssen Sie extra bezahlen. Nee, danke ich. Tschüss. Oh Mann. So, Ben? Ja? Ich glaube, wir haben unsere Arbeit für heute getan. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause und jetzt haben wir Feierabend. Tschüss. Keiner hält jetzt mehr die Stellung. Viel Spaß hier noch. Ciao, ciao. Ey! Erster! Und geh wieder! Ich hab auch schon gedacht, dass du bist selber auf der Straße. Ja, ich bin doch auf dem Fußweg. Was willst du denn? Ja, darf ich jetzt keine Spitzhacke haben, oder wie? Ja. Ich hab auch ein Schwert. So, sag kein falsches Wort. Ja, okay. Ich pass auf. So, jetzt gehen wir... Ey! Lass doch mal hier. Jetzt reicht's mal. Mann. So, oh, hier ist das Schwimmbad. Nee, doch nicht, nee, oder? Das Schwimmbad ist ganz weit. Nee, stimmt, aber es sah so ähnlich aus. Ben? Ja? Siehst du das? Oh, den hätte ich gar nicht gesehen. Der ist ja klein. Oh nein. Hat der ein Halsband oder so? Nee, der hat kein Halsband. Soll ich den Burger geben zum Essen? Lass mal lieber. Ich hab nichts anderes. Das ist ein kleiner Mini-Hund. Der ist echt mega mini. Ja, den hätte ich beinahe voll übersehen. Wollen wir den behalten? Ich meine... Ich schlafe hier erstmal. ja, der hat ja, wenn der kein Halsband hat, hat er anscheinend kein Härchen oder so. Ja, boah, dann behalten wir den, Ben. Okay, aber jetzt habe ich auch eine mega geile Idee. Und zwar hat hier gerade eine Tierhandlung neu eröffnet. Und echt? Wo? Weiß ich gar nicht. Da hinten. Let's go! Glaubst du, der folgt mir? Wenn du ihm was zu essen gibst? Bestimmt, ja. Warte, ich hol mal kurz Brot. Ich weiß nicht, ob Hunde sowas mögen, aber das ist das Einzige, was ich zu Hause habe. Glaube ich zumindest. Ob ich mich da irre, das weiß ich nicht. Aber naja, kurz zurück zu meinem Haus, Leute. Wir gehen gleich wieder zurück zum Hund. Wir sind gleich wieder da, meine Damen und Herren. Okay, wir haben Tomaten, Kokosnussmilch und Brot. Mal gucken, ob er irgendwas davon mag. Kuchen haben wir auch noch hier rumstehen. So, schnell wieder zurück. So, gut. Du hast auf ihn aufgepasst. Okay. Und was willst du jetzt haben? Eine Tomate? Weiß ich nicht, ob es was gebracht hat. Was ist das denn? Kokosnussmilch ist das. Okay, das ist doch kein Hund. Brot? Brot essen die eigentlich. Oh! Ja! Ja, das Brot hat's gebracht! So, hier, willst du auch ein Brot? Hier, bitte. Ja, bitteschön. Dankeschön, meine ich. So, er geht jetzt auch hier schön über den Zebrastreifen. Komm mit. Okay, gut erzogen ist er auf jeden Fall. So, und nicht auf ihn drauf treten, bitte. Ben. Oh, das war knapp. So, wie wollen wir den eigentlich nennen? Oder wollen wir das die Zuschauer entscheiden lassen? Und der Kommentar mit den meisten Likes, der... Ja, das wäre cool. Ja, das wäre eine geile Idee, Leute. Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie der Hund heißen soll. So, hier kommen wir mit rein. Ich glaube, hier dürfen Hunde rein, oder? Klar dürfen hier Hunde rein. So, und was haben wir hier? Hier ist der Pet Shop. Ah, so. Ich sehe es. Okay, cool. Man kann hier Knochen kaufen. Sowas hier, also so ein Milchfleisch. Für Katzen solche Wollknäuel. Oh mein Gott. Hier haben wir auch Hunde, Ben. Willst du dir auch einen Hund holen? Fische. Oh, ja, aber... Ja, ich habe doch kein Geld für einen Hund. Stimmt. Wie gut, dass der uns zugelaufen ist. Weil dann haben wir den umsonst gekriegt, quasi. So, ich habe mir jetzt diesen Knochen hier gekauft. Und das ist dann gleich sein Spielzeug. Was nur, das hast du die $100 dafür genommen? Nein, habe ich ganz bestimmt nicht. Hey Lina, das war unser Geld. Nee, was für Geld? Ja, unser Geld. Also eigentlich war es sogar mein Geld. Ich habe den eigentlich gerade geklaut, aber das weiß ja gar keiner. Was? Das ist ja noch schlimmer. Ja. So. Boah, guck mal, Lina, ich bin Profi. Zack, zack, zack. Boah. Yeah. Okay. Das ist crazy, was ich drauf habe. Ja, oh, verkackt. Oh, Mann. So, hier wieder schön über Zebrastreifen rüber. So, und dann ab nach Hause jetzt. So, Namenloser. Das ist jetzt ab sofort dein neues Zuhause. Und wir haben auch schon ein kleines Hundehäuschen. Und ein Futternapf. Okay, da ist irgendwas drin. Ich will ehrlich gesagt das nicht wissen, was das ist. Weil Hundefutter ist es auf jeden Fall nicht. Natürlich ist das Hundefutter. Ja, aber wo hast du das her schon wieder? Das habe ich selbst alles getan. Von meinem Geld hier wahrscheinlich. Nein, ganz bestimmt nicht. Und ich würde sagen, Leute, mit
Ich klaue jetzt deine Klinge, weil das ist mein Lohn. Das ist dein Lohn? Nö. Ja, ich klaue jetzt deine Klinge. Nee, das lässt du mal lieber. Aber Leute, ich hoffe... Du hast selbst nicht mal eine. Ja, egal, brauchen wir noch nicht. Kommt alle rein in mein Haus, kein Problem. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend, was ihr auch gerade so treibt. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, ich würde mich riesig freuen. Ben macht jetzt 20 Liegestütze für uns und lasst auch unbedingt ein Abo da. Bis dann, Leute. Tschüss.